Hallo, willkommen zum 30. Part von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Heute mit... Heute mit Meta Knight. Aus Kirby eben, genau. Aus Kirby eben ist auch mein Lieblingskämpfer aus Smash Bros. Ja. Und er ist eben eigentlich nur ein Kirby eben, mit Rüstung eben. Und er nimmt so gut wie nie eine Maske ab. Also, ja. Und früher war eben mal, er ist öfters mal auch Kirbys Feind eben auch. Oder auch mal, aber er ist auch mal der Held in der. Es ist aber auch mal der Helden im Kirby-Spiel. Es ist mal verschieden eben. Meta Knight gegen Licht und Schatten. Auf geht's. Zuerst gegen Link und Dunkler Link. Okay. Boah. Yes. Das dürfte schon gewesen sein, oder? Ja, noch nicht ganz. Yes! Rausgeschlagen mit dem wie heißt es denn gleich wieder? Diesem Schlägerteil eben. Ich schreibe nicht ein, wie das heißt. Den Baseballschläger heißt es genau. Und jetzt gegen Pit und Finstra Pit. Ach, wir kämpfen jetzt immer gegen die helle Version und gegen die dunkle Version, okay. Oh Mann, die machen mich ja voll fertig. Du Schlage. Yes, oder nein? Nein, ach Mann, mich hat's rausgehauen. Nein! Ach komm schon, das war doch jetzt nicht wirklich nötig, oder? Ach, ja, aber anders. Ach, die beiden hat es auch rausgehauen. Oh Mann. Das gibt's aber auch nicht. Er schaut's mich raus und die anderen beiden. Witterweise bin ich zuerst rausgeflogen, deswegen gibt es keine weiteren Punkte eben. Jetzt gegen zwei Ketten Falken eben. Ja. Ist ja auch selbe. Komm! Komm, nein! Yes! Geschafft! Und raus mit dir, yes! Mit dem Bohrer rausgehauen. Und jetzt gegen Lukas und Lukas eben, genau, Lukas. Auf der Stage, ach komm, die ist doch so riesengroß. Und auch dieses Monster, das hier erstmal kommt. Ah ne, das Monster da oben greift uns an. Komm her.
Yes! Das Heben, also Metanat ist ein schwarzer Kirby eben, genau, der ist ein dunkler Kirby eben. Und der nimmt so gut wie diese Maske ab, habe ich ja schon gerade noch genannt. Genau. Und jetzt gegen Samus und dunkles Samus. Yes, aber jetzt muss ich selber wieder hochkommen. Ach nein! Das war zwar klug, aber auch gleichzeitig nicht so klug, weil ich dann eben... Ach komm, das kann aber nicht wahr sein, dass ich jetzt hier sowas sage. Komm, nein! Fortsetzen. Nein! Yes, noch geschafft! Yes! Und jetzt gehen wir mit Metanight und dunkle Metanight oder was auch immer. Komm! Yes, raus mit euch beiden, yes. Und jetzt noch das Boss, und jetzt noch das Bonuslevel und dann der Boss. Das Bonusspiel genau und dann das und dann der Boss. Oh nein, schneller mit der Night. Weg hier, schnell. Ich brauche eigentlich zu lange für diese Sache. Und jetzt komm, schneller. Geschafft. Und der Boss ist... Mal schauen, wer der Boss ist. Ach komm schon, nicht wie die Hände. Wie oft denn noch? Nein. Alter, ich hab denn keine anderen Bosse mal zu zeigen, außer diese ganzen Hände, außer diese beiden Hände wieder. Thank you.
Komm! Yes, eine ist schon besiegt, die andere kommt noch. Nein, ach komm, ohne, ich hab's nie ohne Tod. Yes, nein, ach komm, was soll der Blödsinn? Nur weil ich jetzt da runtergefallen bin und daneben gesprungen bin. Ah. Yes, besiegt! Und das war's auch schon. Und das war auch schon der Classic Mode von Meta Knight. Jetzt kriegt doch das Credit-Spiel eben und dann das Bild. Also die Kampagne war ziemlich gut eigentlich, muss man sagen. Man hat eben die dunkle Form, die finstere Form von jedem Charakter gesehen und die helle Form eben. Gegen die helle Form haben wir gekämpft, bei jedem Kämpfer eben. Beim Elternhand ist ja ein schwarzer Kirby eben, deswegen ist es sozusagen die dunkle Variante von Kirby eben. Ja, könnte man so sagen vielleicht. Aber der Boss eben wieder mal nur Master und Crazy End eben. Das ist ja wirklich schon zum so vielen Mal gekommen eben. Wie es aussieht, haben sich einfach keine anderen Bosse reingepackt eben, außer Master und Crazy End gefühlt. Ja. Es hätte gepasst, wenn man einen riesengroßen König, die Idee gehabt hätten. Dann wäre es vielleicht ein guter Boss gewesen. Oder Riesenkirby eben oder so. Keine Ahnung was. Weiß nicht, warum immer diese Hände der Boss ist. Verstehe ich echt nicht. Da muss er nicht immer einen Boss nehmen, gleich als Gegner. Man kann auch einfach einen Gegner groß machen, da aus Metall ist, und er besteht aus Metall oder Gold. Ja, noch auch. Metal Mario zum Beispiel. Bei Donkey Kong gab es ja Metal Mario und Gold Mario eben. Und ja. Es gab sogar Gruppenkämpfe zum Beispiel eben. Also Teamkämpfe eben sogar. Bei Donkey Kong eben. Zusammen mit Diddy Kong eben, genau. Schönes Bild. Ziemlich schön eigentlich, muss man sagen. Und jetzt das Endergebnis. So, und das war's auch schon mit dem
30. Part von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.